Hier oben. Ich mach's. Drop der. Achso, warte mal, die Blätter muss ich glaube ich alle selber abbauen, oder? In dieser Welt. Schauen wir mal. Erstmal hier. Den kaputt machen. Ich weiß, man soll nichts abbauen. Aber wie gesagt, ich pflanze dann an. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich jetzt mehr hier irgendwie an Setzlinie komme. Ich hoffe, es droppen dann hier einige. Ansonsten wird es eng. Dann müsste ich mal nachfragen, wie ich die herbekomme. Oder einmal in die Händlergilde reisen. Ja, ich hätte mir vielleicht ein wenig Erde oder so mitnehmen sollen. So. Also bis jetzt ist noch nichts gedroppt. Schade, schade, schade. Dann hätte ich den Baum ja umsonst zerstört. Komm, ein Setzling würde mir erstmal reichen. Äpfel aus dem Fichtenbaum, auch nicht schlecht. Ein Schufffichtenbaum, oder? Eine Schwarzeiche ist das sogar. Schwarz. Ach, da ist ein Setzling. Da ist ein Setzling, da ist ein Setzling. Perfekt. Perfekt. Stäbe kommen raus. Pass auf, dann kann ich den doch eigentlich hier lassen. Diesen kleinen Busch, den lasse ich stehen. Ja. Der hängt natürlich in der Luft, den muss ich abholen. Kaputt. Dann werde ich mir wohl hier nochmal schnell drei Steine abklopfen müssen irgendwo. Eins. Zwei. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Ah, Mann, ey. Nee, ich lasse die jetzt mal hängen, komm später. Das ist natürlich wieder ganz toll gelaufen. Ganz, ganz, ganz toll gelaufen. Aber ich habe hier Steine gebunkert. Achso, das ist die Treppe. Heul. Ach Mensch. So, jetzt. Machen wir erstmal 3 und 3. Bau mir quasi, aber eine Steinaxt. Na, ist egal. Machen wir erstmal eine Steinaxt und hier ist sowas. Wenn das ist ein Schwarzeichenholzsetzling, aber ich brauche doch 4 insgesamt, ne? Weil für einen. Boah, ich pflanze ihn jetzt einfach mal hier an. Braucht der Platz eigentlich nicht, oder? Setze ich jetzt einfach mal dahin. Dann brauche ich noch. Das ist auch Schwarzeiche. Aber ich brauche dann Fichtenholzstamm. Der Unterschied ist gar nicht so groß, ne? Von der Fichte. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, aber das ist doch Schwarzeiche. Auch. Das hier ist Fichte. Oder? Genau. Wieso hat denn so komisches Holz? Dann werde ich diesen Baum opfern müssen. Fichtenholz. Am besten von oben nach unten. So, ich brauche bloß 1, 2 Setzlinge. Und den Holz, jawohl. Ah, Eichensetzling? Hä? Fichtenholz mit Eichensetzling. Das kann nicht sein, oder? Nein! Oh, dann baue ich den nicht weiter ab hier. Das ist ja voll krass. Weiter mit dem Baum. Lassen wir. Zumindest so grob. Wo bekomme ich dann meinen Fichtensetzling her? Ja. Die schauen alle gleich aus.
Was ist denn das da hier für... Das ist doch... Ey, warte mal kurz, ich blende mir das mal ein. Die sind dunkel und Schwarzeichenlaub hat diese Färbung. So, das ist doch auch wieder Eiche. Hey, ich versteh's nicht. Wenn hier kein Eichenholz wächst. Ich hab doch... Das ist... Boah, eine Kuh. Eine Kuh. Komm mit, Mädchen, Bertha. Komm mit. Na, wie kann ich denn die locken? Weizen. Ich hab keinen Weizen. Kann ich dir ein bisschen schubsen? Komm, sei mal anständig. Außerdem bist du zu dreckig. Du musst ins Wasser. Oh, wie kann ich denn die jetzt fangen? Ja, Mensch. Mein ganzer Plan durcheinander. Ganzer Plan durcheinander. Ich probiere jetzt mal was aus. Ich sehe da auf der Karte, weil da vorne ist ein Haus. Ich fahre jetzt einfach mal dahin und schaue, ob der einen Fichtenbaum gepflanzt hat. Wo ist mein Boot? Und dann will ich mir den leihen oder ich muss irgendwo mal hingehen, wo vielleicht Fichtenbäume wachsen. Aber das ist schon hier. Also die beiden Bäume werden auf jeden Fall nicht abgebaut. So. Die Hintergrundmusik ist auch hier. Keine Ahnung. Aber ist egal. Ich lasse ihn mal laufen. Da habe ich einen Fichtenholzbaum mit Eichenblättern. Merkwürdig. Vielleicht ist er der Bewohner zu Hause. So, was denn hier für Bäume? Ich möchte nicht jeden Baum anschlagen hier. Aber genau, das ist doch genau derselbe. Warte mal, wenn ich jetzt... Ich könnte das eigentlich alles in den Rucksack packen. Oh, das sieht aber verlassen aus. Was ist das hier? Eichensetzling. Dann kriegst du den wieder. Weizen. Oh, das war noch nicht fertig. Verdammt. Der hat keinen Baum hier. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich schau mal in die Kisten. Darf ich rausnehmen? Okay, der ist gesichert, dann wohnt hier noch jemand. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Wo bekomme ich denn hier? Wo bekomme ich denn hier einen Fichtensetzling her? Ich schreibe da mal was in den Channel. Könnte mir bitte jemand. Ich mache gleich mal 2, 3 Fichten. Baum Setzlinge geben? Fragezeichen. Dann gehe ich jetzt einfach mal zum Spawn. Und schau mal, was los ist. Proteine brauche ich. Hallo? Proteine, Steak. Aber jetzt bitte nicht im Rollenspiel ansprechen. Oh Mann. Ah, okay, probieren wir es nochmal. Wie lange geht die Aufnahme? 40 Minuten. Seid gegrüßt. Kennt ihr einen, wie nennt man denn im Mittelalter einen Förster? Wie schreibe ich denn da hier? Ich bin auf der Suche nach einem pflanzenkundigen Bewohner, der
mir Fichtensetzlinge zum Testen geben. Ich glaube, das ist eine Mittelaltersprache, so wie ich jetzt gerade gesprochen habe. Und aufpassen muss ich auch noch, weil alles weiß ist. Guten Tag, der Herr, euer sei gegrüßt. Extra willkommen, Karterchen. Oh, ein Rucksack. Und der hat auch einen Rucksack an. Ich kann meinen Rucksack nicht ausziehen. Dann ist er weg, wenn ihr mich überfallt, irgendwann. Ja, Leute, kriege ich in der Farmwelt Fichtensetzlinge. Okay, dann muss ich mich verabschieden. Oh, das sind die leider falsch. Ich bin Schriftsteller, kein Botaniker. Okay. Botaniker, schau. Nein. Schon wieder hier. Was geht denn ab? So, die Aufnahme geht weiter. Zur nächsten Unterbrechung. Mal schauen, was passiert. Ich frage jetzt nochmal im Chat nach, ob mir jemand Fichtensetzlinge geben kann. Für mich ein paar Fichten und Schwarzeichen. Holzsetzlinge. Fragezeichen. Schauen wir mal, was los ist. Ob sich jemand meldet. Was macht denn der Rainbow Ninja? Das ist aber kein Mittelalter-Style hier. Rainbow Ninja. Okay. Das wäre schon mal gut, wenn ich welche erhalten könnte. Ich warte einfach mal ein bisschen hier am Spawn und schaue mir das dieses Rainbow-Männchen an. Gleich mal zumachen. Was ist denn das? Aha. Das ist ja lustig. Da kann ich halbe Türen machen. Nee, warte mal, das ist ja keine Tür. Das ist auch nicht. Aber für einen Stall ist das doch gut. Ist eigentlich aber wie ist denn dann die Tür offiziell geschlossen? Ja, auch nicht schlecht. Entweder ist das ein Bug im Texture-Pack. Ja gut. Ach, ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Die Relax-Musik hier im Hintergrund. Rainbow Ninja, du kommst da nicht rein. Der Schatzsucher in Lohengrin sagt, ein Seemann hat in einem heißen Moment, was war dir? Der Schatzsucher in Lohengrin, ein Seemann hat im heißen Sand, welcher vor 7 Palmen überschattet wird, einen Schatz versteckt. Ja, okay. Ich muss kurz was nachschauen, einen Moment. Meine Herren. So. Sucht also auf der Dünnmap nach Sand mit 7 Palmen. Während der Aufnahme, das kann ich eigentlich nicht machen. So viele Leute online. Wie viele Reisende haben wir denn? Ich bin Reisender. Wo stehe ich denn eigentlich da oben? Achso, wir sind relativ neu. So, seid gegrüßt.
Ey, der hat Setzlinge. Oh, warte mal. Bringt ihr mir Setzlinge? Vier Stück. Wie lautet euer Preis? Das ist aber nett. Vielen Dank, mein Herr. So kann ich mit der Bepflanzung anfangen. Auf jeden Fall habe ich jetzt vier Fichtensetzlinge. Die müssen natürlich jetzt dort auch nur noch wachsen. Aber mal verneigt sich. Und geht weiter. So, ich gehe dann jetzt einfach mal hierher und dann gehe ich nach Hause. So. Den Homepunkt, den muss ich noch versetzen, sehe ich schon. Mein Boot. So. Also, ein erstes Ziel habe ich erreicht. Die Setzlinge natürlich. Müsste ich die natürlich noch irgendwo hinsetzen. Schwarzeiche, brauchen die recht viel Platz? Ich hoffe mal nicht. Ja, das ist natürlich hier oben alles schwierig anzubauen. Ich glaube, die brauchen schon Platz, ne? Mache ich jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal das hier weg. Ich brauche später sowieso Platz für meine Felder. Dann setze ich den aber Schwarzeiche und ich mache den jetzt einfach mal hier hin. Licht braucht er keinen. Dann nehme ich die Schwarzeiche mal weg. Boah, das ist ja schwierig. Dann müsste ich mich mal mit dem Pflanzenwachstum beschäftigen. Ich setze dich jetzt einfach mal hier hin und dich nicht zu nah dahin und dich dahin und dich dahin. So, dann schauen wir mal, was passiert. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall eine Art Mobkeller ausbauen. Direkt darunter, damit ich einfach mal, oder aber ich mache es anders. Ich habe hier schon den Keller, ich mache hier einfach alle Fackeln weg. So, hier oben werde ich das mit Erde zumachen. Aber hier ist hell, hallo? Ach, weil die Fackel da liegt. Hä? Weil hier eine Fackel ist? Hör auf. Dann brauche ich Erde, um hier oben noch das zuzumachen. So. Das heißt, es müsste jetzt dunkel sein. Und wenn ich weit genug weg bin, ach, ich habe den Rucksack an, ne? Das ist gefährlich, wenn ich sterbe. Ich brauche eigentlich meinen Bogen. Weißt du, was ich mache? Ich setze hier erst einmal ich bin blöd, ich muss einfach mal in den Keller. So, stockfinster hier, macht nichts. Ich habe ich keine Fichtenholzstämme mehr. Jetzt einfach mal weit genug weg.
mir einfach mal die Decke. Wenn ich die Zwischendecke. Die Zwischendecke, denke ich, werde ich auch aus Fichtenholz machen. Ich habe 7 Eisen, 15 Gold. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Ich benutze das Fichtenholz. Und das werde ich jetzt auch mal komplett verkraften. Ah, das war Fehler. Ich brauche doch noch Querbalken. Ach, komm her. Das kann ich mir in den Rucksack packen hier. Nederwarzen, die kann ich da gar nicht gebrauchen. Birken, Eichensetzlinge wachsen hier nicht. Ach, Glas. Ach, Moment, ich könnte. Ich wollte graues Glas verwenden. Ich brauche Skelette. Ich brauche unbedingt Skelette. Wo ist mein Bogen hin? Pfeile habe ich hier. Ach, den Bogen habe ich einstecken. Okay. Dann machen wir das so: Mütze auf und raus. Und Skelette jagen. Oder Tintenfische. Spinne, na gut, die schaffe ich mit dem Schwert. Die Rotaugenspinne. Na, nur Spinnen hier. Ja, ja. Das heißt, mir nicht beißen, sonst. Da oben haben wir doch ein Skelett, das ist doch schon O2. Schauen wir, wie stark die sind. Oh, ja, ich hab dich schon gehört hier. Ach, und der schießt auf mich? Wie weit kannst denn du mich sehen? Hey. Du spinnst wohl. Wie weit kann der mich sehen? Das sehen. Boah, Zombies. Zwei Stück, aber die haben das Skelett erledigt. Dann kann ich mir die Knochen holen. Keine Knochen? So, pass auf. Zombies, bleibt doch mir hier. Da, wo ihr seid, ich habe nicht so viele Pfeile. Schau, wie du kannst mir geben. Oh weh, oh weh, oh weh, lauf, Forest, lauf. Oh, lauf, 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 lauf. Alter, beschädigen eigentlich meinen Rucksack? Schnell rein, häkel, häkel, häkel. Ah, warte mal, die kann ich doch so schlachten. Oh, die beschädigen den Rucksack. Da muss ich ja aufpassen, den darf ich im Kampf überhaupt nicht tragen. Boah, geht schon wieder los hier. Ja, hier, komm runter. Ich muss erstmal was essen. Ach, weißt du was, dann nämlich Karotten. Mal schauen, was hier. Ich glaube, das sind nur Vitamine, ne? Ja. Ey, da muss ich ja extrem aufpassen. Was sind das für Grüne da für welche? Oder sind die nur verschiedene Farben? Ja, hier könnten mal Skelette kommen. Das wäre mir viel lieber wie ihr. Außerdem müffelt ihr hier so nach totem Fleisch. Ey, es bricht ja überhaupt nicht ab. Schnell was essen. Oh, der droppt Eisen. Immer her damit, komm. So, die nächsten bitte. Na, Eisen kannst du mir gerne droppen. 8, da brauche ich nur noch 1. Ne, 8 reicht doch schon. Da kann ich mal noch eine Kiste machen. Hm? So, kann ich mich jetzt raustrauen oder wie ist das? Erstmal hier wieder setzen. Da raus. So, Spinne natürlich. Ich könnte mir auch ein Schild bauen. Noch eine. Achso, ich muss einen Rucksack ablegen, ja, habe ich gesagt. Ei, ich muss echt aufpassen. Was ist denn das hier? Oh, das ist ja putzig. Ich muss einen Screenshot machen.
Was macht denn der in dem Boot? Warte mal hier, so schaut es doch besser aus. Da ist mein Haus. Da machen wir das so. Darf ich mit dir mitfahren oder wie ist das? Ich komme einfach nicht weiter zum Bauen. Oh, ist das. Ey, was machst du hier? Ja. Moment. Wo bist du? Du bist da oben. So, du schießt aber schon mal gar nicht. Ich höre doch einen Pfeil. Wer schießt denn da nach mir? Alter, wer schießt denn da nach mir? Da kommst du nicht rein, oder? Kommst du da doch rein? Doch, du kommst schon rein, gell? Also die Zombies, ne? Für hirnlose Kreaturen wissen sie ganz schön, boah, wo sie entlang müssen. So, da unten bleibst du erstmal drin. Aber wer schießt denn da auf mich? Boah, die gehen mal auf den Keks hier. Da unten ist das Skelett. Ich muss erstmal da hoch die Knochen holen. Alter, jetzt wird's aber lustig. Aber ich glaube, mit dem Fleisch kann man auch was anfangen irgendwie. Schau mal hier, die beiden Tänzer. Nee, jetzt geh erst mal hier zum toten Skelett irgendwo. Hier war das doch. Das ist, glaube ich, nichts für mich, hier mit der Gegend zu rennen. Oh, eine Hexe auch noch. Na super, geh weg. Bleib mir fern mit deinem. Ja. Alles gut. Ich brauche einen Mobkeller unbedingt hier. So. Ja, so ist es perfekt. Ne, da bleiben, hallo. Ach Mensch. Oh. Lachen kannst du ja. Komm wieder rein, ey. Ich hoffe mal, ne? Schnell was essen. Hallo? Ich zeige euch doch schon. Klettern die jetzt auf den Baum oder was? Ihr seid so hohl, ne, ihr Hirnlosen. Da, Mutter, komm mal her zu mir. Aber nichts werfen. Nur herkommen. Ah, Skelett. Oh, die hat mich tatsächlich. Die Alte hat mich tatsächlich ausgenockt. Boah, Mensch. Boah. Was ist jetzt da hier? Hallo, du Scheiße, du. Nein, das kann nicht sein.